So, hallihallo Leute, hier sind wir wieder bei Kellogg's, ja nicht Tony and Friends in Kellogg's Land, so ist das Spiel. Part Nummer 3, wir sind im vorvorletzten Level, nicht im vorletzten Level, sondern im vorvorletzten Level vorm Endgegner. Ja, das ist laut Karte ein Baum. Schauen wir mal, was der Baum zu bieten hat. Wir wissen ja nicht, die Levels werden immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Was erwartet uns dann? Mein Gott. Runterspringende Ameisen. WTF, wir gucken nochmal, was unser Freund Coco sagt. Jetzt wird es schwer. Was? Der Ausgang befindet sich ganz rechts oben. Du brauchst aber unbedingt den roten Schlüssel. Den findest du nur mit Smacks. Ja, was heißt das für uns? Richtig, das heißt unter Wasser irgendwo. Und das heißt, wo ist hier Wasser? Da Wasser? Wir gucken mal. Ja, was sieht gut aus, Wasser. Damals auf meinem alten PC habe ich das Wasser immer erkannt, weil ich habe keine Ahnung, das lag wahrscheinlich am DOS, dass es total rumgeflackert hat, wenn Wasser im Bild war. Aber mega rumgeflackert. Dann wusste ich immer sofort, oh, ein paar Meter unter mir ist Wasser. Aber es geht ja zum Glück. Wollt ihr verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, toll. Okay, dann bleibe ich erstmal bei Smacks. Er sagt, ich brauche Smacks, dann gucken wir mal weiter. Ja, hier ist auch kein Wasser. Oh, ich mag aber unseren guten alten... Tony. Tony? 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 Ja, Tony der Tiger. Tony der Tiger, ja, ja. Ja, mittlerweile weiß ich auch, was die Anfangsmusiken von. Diese kurzen Einführungslieder von jedem Charakter sind. Das sind diese. Eigentlich diese Dentöne, die eigentlich jeder hat. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir es weg sind, aber bei den anderen ist es ja, die wecken den Tiger und Tiger und Tiger. Ja, Gott. Sag ja, das macht Werbung mit ein. Volle Werbung. Ja, sie ist überall. Und man hasst sie und trotzdem liebt man sie. Habe ich nicht recht. Aber erst nach ein paar Jahren. Erstmal ist sie grauenhaft, wenn man sie jeden Tag sieht und nach irgendwie so ein paar Jährchen oder so. Oder vielleicht, wenn die einen guten Song hat, verdammt. Dann hört man sich das vielleicht nochmal an oder guckt sich das nochmal an. Die Werbung. Ich gucke, wie viel Aufrufe das Werbungsvideo von YouTube hat. Also so ein ProSieben-Ausschnitt mit Werbung von 93. Irgendwie 1 Million Aufrufe. Irgendwie stumpf. Würden sich freuen, wenn sie uns das freiwillig angucken würden. Die gucken sich alle Werbung an, die sind krank. Oh, sind krank. Und ich bin krank, weil ich hier mit Smacks durch die Gegend renne. Oh mein Gott, hier muss doch irgendwo Wasser sein, verdammt. Oh, ich brauche Wasser. 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 Wie dumm, da kann man durchgehen. Oh, wie stumm. Das ist gar nicht. Gab es denn hier irgendwo einen Weg runter? Doch, da. Aha. Oh. Tirp, Ameise. Tirp. Schmeiße dich hiermit aus dem Spiel. Du bist nicht länger erwünscht. Oh. Und auch nicht. Oh, verdammt. Oh, zu wieder Ameisen. Oh, haut ab. Ja. Wenn man aufpasst, geht das Spiel. Aber wenn man sich so ein bisschen dusselig anstellt, so wie in den ersten Folgen, dann wird es ja auch nichts. Na ja, toll. Oh, ist nur Energie. Oh, nur ein Herz. Oh, kein Gewinn. Kein Gewinn. Mann, 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 Mann. Toni. Toni. Naja, das ist bestimmt richtig. Nachher gibt es keine Wechseltür hier irgendwo. Der kann ja nicht speziell des Smacks auszutauchen. Ist er eben Frosch. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Scheiß sieht, den Tönen von Smacks. Also, wie gesagt, ich habe ein paar alte Werbung-Dinger durchgeguckt von 1999 oder so. Gar nicht. In den 80ern bis 2000. Aber irgendwie habe ich da keinen wirklich speziellen rausgehört. Hm. Vielleicht überhöre ich das aber nur. Und jetzt? Also hier können wir nicht durch. Da können wir nicht durch. Da sind Pfeile. Schön. Ich liebe Pfeile. Da kann man nicht durch. Also sieht mir das irgendwie so aus, als wenn hier da unsichtbare Blöcke, die nicht unsichtbar sind. Hier. Dumm. Oh, der sagt mir, ich brauche Smacks. Wo brauche ich Smacks hier? Er hat mich angelogen. Oh, Kokos. Nein. Hör auf mit Lügen. Nein. Kann er nie wieder vertrauen. Hör auf. La 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 la. Ich höre dich nicht. La la la. Was sagst du mir jetzt wieder für Lügengeschichten? Was? Hier musst du runter, ganz runter, um weiter zu kommen. Ja, okay, dann brauchen wir hier wahrscheinlich Smacks. Weil hier ganz, oh, verdammt, ganz, ganz, ach, unten Wasser ist. Einfach so, und so ein kleines Planschbecken oder so. Ach, ich wollte gerade sagen, geht's hier weiter mit den Scheiß. Wolken, Wolken. Ich geh mal runter, tschüss. Ach, da muss ich. Ich dreh dich durch, ich dreh dich durch. Ah, verdammt, ey. Nein, die Wolken sind weg. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich sterben? Sterben? Oder rausfinden, wo die unsichtbaren Blöcke sind?
Du bist auch wieder gespawnt, Ameise. Stirb! Ach. Stimmt, ich bin nicht Toni. Ich bin nicht schnell. Ich bin nicht Toni. Oh, tut ihr das lieber seid ihr? Scheiß für Ameisen. Haut ab. Los. Such jemand anderen. Und tschüss. Dumme Ameise. Nee. Ach, da ist das Vieh. Na toll. Na toll. Na toll. Scheiße. Na toll. Komm hier, du Pissblock. Ja, blöder Block, ey. Du schuld, Block. Du bist schuld. Na, woher soll ich da zur Hölle wissen, wo hier Blöcke sind? So, diesmal aber nach unten. Jetzt will ich nur noch zwei Herzen. Geht doch nicht. Na, scheiße. Ich muss auf das Scheiß hier raufhüpfen. Ah, wie soll ich da raufhüpfen? Muss ich mich ducken. Na, leck mich am Arsch. Na toll, bin ich tot. Nein, bin ich tot. Nein, 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 nein. Ruhig, 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 ruhig. Toll, ich hätte die ganze Zeit Toni behalten können. Gute Toni. Toni. Keine Panik, keine Panik. Irgendwo müsste die Energie sein. Ich weiß es, vertrieben. Energie. 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 Warum können diese dummen Dinger nicht auch Energie geben nach einer Zeit? Hab ich nur einen Schlüssel jetzt? Nix roter Schlüssel. Ah, hier ist auf jeden Fall die rote Tür. Mit der roten Tür kommen wir da rüber. Und dann ist das Level zu Ende. Aber ich muss jetzt mal den roten Schlüssel hier finden. Wo ist der rote Schlüssel hier? Hier ist kein roter Schlüssel. Das sind Gegner. Sind noch Gegner. Ich mag zu Gegnern. Denn die machen mich doof. Was willst du mir jetzt wieder sagen? Du bist nah dran, den roten Schlüssel zu finden. Nächste zu Smack und Runde. Ja, toll. Das weiß ich jetzt auch. Muss mich erschrecken. Arsch. Nein, das ist dieser scheiß Schmeißer. Oh, wenn er mich trifft, bin ich tot. Ah, Energie. Wieso hab ich keine Angst mehr? Komm her. Komm her. Oh, Glück gehabt, ey. Denke ich, krepier wirklich noch, ey. Da ist der rote Schlüssel. Du scheiß roter Schlüssel. Oh, du Schuld. Ich hasse dich. Geh mal aus den Augen. Toll. Denk mir wieder hier sonst was. Denke hier, das sind die schwersten Levels. Da gehe ich nicht hoch, weil das ist der Anfang. Sind die schwersten Levels, aber sind das Kinderlevels. Wie bei Gabel 2. Das ist nämlich irgendwie ein Gabel 2. Aber ich mir auch irgendwie alles total. Okay, da kommen wir nicht durch. Alles total schwer vorgestellt. Alles Kinder einfach gewesen. Sag ich ja, ich darf nicht so schwer denken. So, dann müssen wir erstmal wieder zu Toni wechseln. Mit dieser tollen Anfangsmusik. Die wecken den Tiger in dir und dir. Stumm. Mann. Oh, Kackwerbung. So. Ab nach oben zur roten Tür und damit wir endlich dieses olle Level hier verlassen können, denn ich möchte ja noch Level 2 zeigen. Ja, jetzt muss man nach links springen. Wie stumpf wäre das? Aber man verkackt. Außer wenn der Schlüssel wieder auftaucht, aber das glaube ich nicht. Also auf Deutsch, man hätte verkackt. Juhu! Liebe Spiele, wenn man Fehler macht, dass man dann komplett von vorne anfangen muss. Ja, viele Smacks. Oder Frosty ist ja gesagt. Oh. Ah, Vitamin vergessen. Kein Leben. Oh. Oh. So, kommen wir zum vorletzten Level vom Endgegner. Das vor dem Teich-Level. Keine Ahnung, was das schon soll. Oh Gott, das ist ein hinterlistiges Level. Oh, neue böse Erinnerung werden wach. Böse Erinnerung werden wach. Oh, Level. Vor dir? Ich hab Angst vor dir, Level. Hör auf. Na, nein, nein, bleib da oben. Bleib da oben. Ich will hier oben bleiben. Sehr gut. Oh, was muss ich hier machen? Muss ich wieder einen dummen Schlüssel finden oder was? Ganze Spiel dreht sich bestimmt nur um den ollen Schlüssel finden. Wie geht's hier weiter? Da. Hui. Ich glaube, ich brauch's Max. Glaube. Ja, scheiße. So weit kann ich nicht springen. Warum denke ich, dass ich Max brauche? Der Abgrund hier sieht irgendwie so nach Wasser aus. Hui. Wirklich. Da, ich find's Max. Oder wie die Musik auch geht. Nein, hier ist nichts außer eine Sackgasse. Oh, die Blast kann ich aber ins Nichts schießen. Aber ich kann da nicht hin. Die unsichtbare Wand.
wie in jedem vielen Spielen, hält mich davon ab. Guck mal, wieder Energie, die brauche ich auch. Zwar nicht so dringend, aber irgendwie mehr die Scheiße. Ah, rote Schüssel. Der gute alte rote Schüssel. Gucken wir mal, wo brauchen wir natürlich Ding? Ach, wir können aufs Dach springen. Hm. Lass uns zu Toni wechseln. Toni ist aber gut. So, krepier du Mistding. Du auch, ihr krepiert alle, ihr werdet alle aus diesem Spiel geschmissen. Ihr seid gefeuert. Geht mir aus den Augen. Oh, oh, man kann auch in der Luft springen, wie scheint. Ein bisschen. Na, Mann. Drei Motherfucker, drei Motherfucker, drei. Eine bewegende Plattform, juhu, wie ich das liebe. Denn ich springe immer daneben. Ja, frisst deine Toni Frosties. Na, das ist das Scheißding, ich wusste es. Jetzt? Okay. Ich glaube, das gehört so. Hey, eine blaue Tür und ich habe einen roten Schlüssel. Also, dödöd. Naja, steht hier einmal. Toll, Kelloggs in Kelloggs, Frosty-Dinger. Toll. Kellogg, neun, fressen, 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 Kelloggs fressen, Kelloggs fressen. Ja. Zutaten Zucker und Zucker und noch mehr Zucker. Zucker. Jeden Scheiß heute ist Zucker drin. Zucker. Brownies, Zutaten, Zucker. Auf allererster Stelle. Da drin ist auch Kakao und Kakao hat als Zutaten erster Stelle. Zucker. Zucker. Alles hat Zucker. Ist alles Zucker verseucht. Egal welche Limonade man sich kauft. Zucker. Und danach kommt das Wasser, so gesagt. Mehr Zucker als Wasser drin. So ungefähr. Na toll, jetzt brauche ich den da unten nicht. Hm. Ja, lass die Blautür. Damit kommen wir bestimmt nach oben. Bing! Oder auch nicht. Verdammt. Was? Oh. Stand da? Keine Ahnung. Ich bin nicht darauf geachtet. Ich habe die nur eingesammelt. Okay, very, very sinnlos. Ja, ich glaube, wir müssen mit dieser komischen oben Plattform nach rechts. Das sollte gehen. Gucken wir mal. Wo war die eigentlich? Nein, hier war sie nicht. Naja, ich weiß, dass ich nach oben muss. Toll, vielleicht muss ich auch von da oben nach oben. Keine Ahnung, das ist so lange her, das Level. Ich wollte gerade sagen, zum Glück gibt es in diesem Spiel kein Zeitlimit. Unten rechts, was läuft da gerade ab so? Eine Uhr, ein Zeitlimit. Scheiße. Nein, du bleibst hier. Ach, einfach hochspringen. Dumm. Manchen stehen geht das, an manchen nicht. Die es riechen können. Na gut. Wir haben auf jeden Fall eine Uhr unten in der rechten Ecke, also das heißt Zeitlimit. Das heißt, mehr als 6 Minuten darf ich hier nicht nochmal rauchen. Toll. Boah, wenn ich aber so lange brauchen will, wenn ich so ein Arsch bin? Hä? Hä? Es gibt bestimmt auch Tricks, die erschießt für das Spiel. Im Gegensatz zu den Anleitungen, Level, Code von Anfang des Spiels. Das kann ich ja gar nicht ab, diese Blöcke, ey. Du springst einmal daneben, hast die Arschkette gezogen. Immer richtig springen, immer richtig springen. Immer richtig springen. Richtig springen. Ich hasse es, ey. Fällt einmal runter, muss ich die ganze Pisse wieder vorne machen. Ja, und runter. Ui. Oh. Zu den Arsch. Hau ab. Raus aus dem Spiel mit dir. Raus aus dem Spiel. Du raus und du raus. Alle gefeuert. Alle gefeuert. Alle gefeuert. Euer Vertrag wird nicht verlängert. Raus. Der Vertrag von mir läuft auch ab. Man sieht ihn unten rechts, dann werde ich auch aus dem Spiel geschleudert. Und das ist mein Vertrag, der abläuft. Zeitlimit-Vertrag. Alle haben wir Verträge, die ablaufen. Verträge, die ablaufen mit Zucker. Zucker, überall ist Zucker drin. Den Scheiß ist Zucker drin. Auch ein Kelloggs ist Zucker, alles Zucker. Na Gott, ey, wer das Level designt, ey. Oh, hier ein Block hin und da ein Block hin und da ein Block hin und so. Block, 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 Block. Ah, willst du wohl. So, und wo brauche ich noch einen Schlüssel, den ich eingesammelt habe? Ah, könnt mich mal. Oh, kommt der? Schnauze voll, jetzt kriegt ihr alle auf Mütze. Du auch, du kleiner Wichser da unten. Und du? Und du? Du? Und du? Und du? Und du? Und du? Du? Alle? Morgen geht mir aus den Augen. Alle gefeuert. Ich bin ein Entlassungstiger. Die wecken die Entlassung in dir und dir. Oh. Oh, du bist entlassen.
Wo muss ich jetzt hin? Irgendwo nach oben. Oh. Jetzt einmal runter bis am Arsch. 9. Die Entlastungstimer sagt nur noch 4 Minuten. Ah, du scheiß Vieh. Willst du wohl? Willst du wohl? Komm her. Revanche. Sieht aus, als würde das Vieh einen Daumen nuckeln oder so. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Komm her. Voll Energie. Oh, ich muss nach oben. Ich muss nach oben. Weiter nach oben? Hä? Bisschen Lift oder so? Hallo Lift. 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 Ich muss da hoch. Ich sehe da auch oben eine Plattform. Ich stelle mich bestimmt wieder ganz dumm an. Ich weiß es jetzt schon. Ich stell mich dumm an. Komm ich da hoch? Los? Nein! Mein Lastungstimer läuft schon 3 Minuten. Dann wird ich ihn lassen. Moin. Ah, dieser dumme. Nerviges Scheiß hier. Okay, so stell mich nicht. Jetzt wird der Entlastungstimer wirklich, ich würde sagen, kritisch. Noch 2 Minuten noch. Moin, ich habe keine Ahnung, wie ich nach da oben kommen soll. Ah, hier ist eine unsichtbare Plattform. Unsichtbare Steine, toll. Lecco Mio. Nein! Mir ist scheißegal, ich will nur hier raus aus dem Kacklevel. Los, Entlassungszeit mal 2 Minuten. Ich werde entlassen und krieg keine Rendite mehr. Und alles ist voller Zucker. Ja, ich darf jetzt singen, das kann ich nicht. Ah, da komme ich auch so ran. Einfach, ui, tata. Ah, 2 Minuten noch. 2 Minuten noch. Oh, los, schnell. Los, schneller. Oh, das ist das Ziel. Leck mir am Arsch. Hier komm ich mal. Ich komme mir wirklich langsam in Panik, ey. Ja, ja, weg mit den Tigern wir. Und hier. Ja, was haben wir denn jetzt wieder eingesammelt? Okay, für Punkte bekommt man doch ein Leben. Okay, das wusste ich nicht mehr. Wenn die Punkte sich natürlich nicht immer zurücksetzen würden, ne? Aber das tun sie, aus dem Grund, weil ich jedes Mal unterbreche. Und so auch dieses Mal. Weil jetzt kommt der Endgegner. Aber den mache ich noch nicht. Den mache ich erst im nächsten Part. So machen die Fernsehsender das auch immer. Die großen Sachen oder so weiter, die werden immer vor jeder Werbung erzählt, dass man immer drin bleibt im Programm. Jetzt kann ich es auch machen mit, im nächsten Part kommt der Endgegner. Spannung. Na gut, Leute, dann wisst ihr ja, was euch erwartet. Das Krokodil und die Bush-Levels. Ich freue mich schon auf die Bush-Levels, besonders die Bush-Levels. Na gut dann, Leute, bis dann. Lebt wohl.